Ja, vom Inhalt her kurz nochmal ein Aufriss als beim Staat. Was haben wir derzeitige Naturschutzmaßnahmen? Der Kollege Pfiffinger hat die drei schon angesprochen. Und dann gehe ich ein in den Interventionsentwurf. Das heißt ja auch bewusster Entwurf von Wissenstransfer und für außerlandwirtschaftliche Themenfelder. Und da konzentriere ich mich auf den Naturschutz, weil es dort auch andere Themenfelder gibt, die man dort bearbeiten, neben dem landwirtschaftlichen Wissenstransfer, den es auch als eigene Intervention geben wird. Und dann, wie gesagt, auch noch diesen Interventionsentwurf Zusammenschlüsse, der bei uns reinspielt, den die Kollegin Meierhofer in einer eigenen Expertinnengruppe behandelt. Aber weil wir auch die Kooperationen derzeit auch über haben, haben wir da auch einen guten Einblick, wo ich Ihnen einen kurzen Aufriss geben kann. Also es sind Entwürfe, wir sind da relativ weit schon, aber es ist natürlich noch nichts endgültig in Stein gemeißelt, weil ja auch die Vorgaben von der Europäischen Union ja auch noch nicht beschlossen sind und es dort auch immer wieder bei den Indikatoren und so weiter zu Anpassungen kommt, wo wir nachschärfen müssen, sodass wir mal das Umfeld kennen, in dem wir operieren. Ja, die derzeitigen Naturschutzmaßnahmen im LE-Programm 14 bis 20, da haben wir die Pläne und Entwicklungskonzepte zur Erhaltung des natürlichen Erbes, die 7711er. Da habe ich Ihnen schon grün dargestellt, welche Fördergegenstände wir so klar quasi dann in diese außerlandwirtschaftliche Bildungs- und Wissensintervention, das ist jetzt der neue Ausdruck für die Maßnahmen, übernehmen werden und anwenden können. Dann eben die Zusammenarbeitsvorhabensart 16.5.2, wo es eben um Verbände und andere Kooperationsformen gibt, werden wir auch dann eben streifen und die werden wir auch nutzen in der Zukunft, weil man dort alles eben, alle Kostenarten so quasi und Interventionskategorien unter Anführungszeichen benutzen kann. Und dann der dritte Bereich, die Vorhabensart 761, Studien und Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung, Besserung des natürlichen Erbes, habe ich Ihnen, da haben wir ja ungefähr zwei Drittel, drei Viertel der Fördergegenstände und der Kosten, die eigentlich auch in den Bildungsbereich fallen. Wir sind hier dargestellt. Und dann ein Drittel, ein Viertel, der eigentlich investive Maßnahmen sind. Und derzeit gibt es eben in der ländlichen Entwicklungsverordnung ja einen eigenen Artikel, wo man dieses Mix eben bedienen kann, wo es eigentlich um Bildung, Bewusstseinsbildung und Investitionen geht. Und das haben wir in der zukünftigen Konstellation eben nicht mehr. Und deswegen, wir wollten ja ursprünglich die Vorhabensart 761 und 711 komplett verknüpfen. Das gelingt uns aber aufgrund der Vorgaben nicht ganz. Gehe ich dann gleich darauf ein. Kommen wir zum Interventionsentwurf. Wissenstransfer nennen wir ihn, in Klammer Weiterbildung und Beratung sowie Pläne und Studien. Das sind auch so die Punkte, die im Verordnungsentwurf zum GAP-Strategieplan auch angesprochen sind. Und da gehen wir auf die außerlandwirtschaftlichen Themenfelder ein. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie grenzen wir uns zum agrarischen Bereich ab. Sie haben jetzt den aktuellen Entwurf, wo Ihnen einige, glaube ich, für Naturschutz wichtige Highlights präsentieren werde. Noch einmal, da geht es aber nicht nur um Naturschutz, sondern es sind auch andere Themenfelder, Sie dann kurz sehen werden, auch angesprochen. Ich muss aber sagen, dass der Naturschutz so quasi da bei dieser Interventionskreierung das Role Model ist, das man immer als erstes durchspielen und die anderen dann so quasi dann eben nachziehen. Ja, der Hintergrund, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, ist eben, dass die Kommission ermöglicht, in der Interventionskategorie, das ist jetzt so quasi unser, für die, die nicht so drin sind, unser Werkzeugkasten, unsere Lego-Bausteine, Wissensaustausch und Information, haben wir gewisse Werkzeuge zur Verfügung bekommen. Das sind die Interventionskategorien und diesen Wissensaustausch und diese Information ist eine Kategorie, das ist im Artikel 72 beschrieben und den nutzen wir da für die außerlandwirtschaftliche Bildung und Beratung. Ich habe in der Grünen ein bisschen angestrichen, was für Naturschutz wichtig ist. Dort ist auch
dezidiert angesprochen, dass man im Naturschutz, Umwelt, Klima inklusive Umwelterziehung und Bewusstseinsbildung da machen kann in dieser Interventionskategorien und Förderungen dafür zur Verfügung stellen und dass man auch, das haben wir an österreichischer Seite hineingebracht, dass man auch die Erstellung und Aktualisierung und von Plänen und Studien vornehmen kann. Also mit diesem Werkzeug so quasi können wir auch gut im Naturschutz operieren. Was uns jetzt eben hindert, unseren ursprünglichen Ansatz zu verfolgen, da alles in eine Intervention zusammenzubringen, ist eben, dass wir für eine Intervention in Vergangenheit Maßnahmen nur nicht zwei Interventionskategorien verwenden dürfen, sondern nur eine. Denn auf der einen Seite haben wir diesen Baukasten Artikel 72 Wissenstransfer und auf der zweiten Seite haben wir diesen Artikel 68, wo die Investitionen förderbar sind. Und wir haben jetzt erst gesehen, da gibt es eben eine Vorhabensart jetzt, wo beides drinnen ist. Das heißt, das können wir in Zukunft nicht mehr machen. Wir müssen also trennen in die Dinge, die unter Wissenstransfer fallen, inklusive Studienpläne, und in eine Intervention, wo es um Investitionen geht, sodass Sie das jetzt vielleicht auch dann besser verstehen, warum wir so vorgehen haben müssen. Und die Lösung wäre gewesen, das habe ich ganz am Anfang angetörnt, über die Interventionskategorie Artikel 71 Kooperationen zu gehen. Dort kann man eigentlich alle Kostenarten, sowohl Personal, Sachkosten, sogar laufende Kosten für Management, kann man dort fördern. Nur ist halt die Bedingung, dass man mindestens zwei Akteure hat und das ist im Naturschutz nur bedingt anwendbar. Es gibt halt nicht für jede bisherige Förderprojekte eine Kooperation, die dahinter steht. Wir haben das auch aus der Vergangenheit gemeinsam mit unseren Länderkollegen und Bundeskollegen auch einmal abgecheckt, ob das ein Lösungsansatz wäre. Ist er nur eben für gewisse Bereiche, wie eben die Nationalparks, die zusammenarbeiten, Biosphärenparks zum Beispiel oder auch NGOs, die Projekte gemeinsam machen. Dort, das sind richtige Kooperationen. Das andere wäre eine künstliche Konstruktion, die man dann eigentlich am Ende des Tages nicht rechtfertigen kann. Aber wir wollen das trotzdem vorsehen, um eben denjenigen, die wirklich Kooperationen haben, da das Leben auch zu erleichtern und diese Kooperationsprojekte auch möglich zu machen. Ja, der erste Punkt ist die Fördergegenstände. Sie sehen, wir haben das aus der Vergangenheit herausgezogen, was da es alles gegeben hat und versucht, das auch bei den Fördergegenständen abzubilden. Fangt von den Plänen an. Wir haben auch die Schutzgebietsbetreuung und das Gebietsmanagement dort mit Bauchweh hineingepresst, aber auch unter dem Segen unseres Rechtsdienstes. Natürlich ein Kern Bewusstseinsbildung und Weiterbildung, das wird uns dann noch speziell beschäftigen, aber auch Studien, Konzepte, die erstellt werden können, bis hin eben zur individuellen und Gruppenberatung und die Erstellung von Hilfsmitteln für diese gesamten Maßnahmen. Und Monitoring, Fallstudien, also Fallstudien. Wir haben versucht, alles, was bisher im Bereich argumentierbar ist, unter dem Wissenstransfer zu subsumieren, hier eben auch unter den Fördergegenständen abzubilden. Ja, dann bei den Themenfeldern, dass wir uns ein bisschen abgrenzen auch können, zum Außerlandwirtschaft, zum landwirtschaftlichen Wissenstransfer haben wir eben Naturschutz und Umweltschutz als Thema und was auch noch hineinspielt, ist Forst- und Waldpädagogik. Also dieser Bereich wird auch hier bedient und angesprochen. Und Sie sehen, da gibt es dann auch noch sehr viele andere Themenfelder, die wir mit dieser Intervention abdecken wollen, die heute aber nicht im Fokus unserer Diskussion steht. Deswegen gehe ich da gleich weiter. Und dann haben wir auch noch die Begünstigten im außerlandwirtschaftlichen Wissenstransfer. Da haben wir die Differenzierung so quasi auch nach der Zielgruppe ein bisschen vorgenommen. Wer sind die, die da ja, bespielt, beglückt werden, weitergebildet? Natürliche und juristische Personen inklusive der Gebietskörperschaften und der Personenvereinigungen. Das haben wir also sehr allgemein formuliert. Und dahinter steckt von der interessierten Bevölkerung angefangen über
Bedienstete auf Gemeindeebene und auch Landwirtinnen und Forstwirtinnen, wenn ihnen aus dieser Weiterbildung oder Beratung, so man es formuliert, kein unmittelbarer betriebswirtschaftlicher Nutzen erwächst. Also wenn er sich mit Biodiversität beschäftigt, hat er keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen, oft vielleicht sogar einen Aufwand, vielleicht indirekt dann, dass er das besser vermarkten kann. Das ist ein positiver Aspekt, dass er sich damit beschäftigt. Deswegen hier im außerlandwirtschaftlichen Bereich und nicht im landwirtschaftlichen Bereich, auch wenn diese, wenn Landwirte und Forstwirtinnen dort dabei sind. So haben wir versucht, diese Abgrenzung vorzunehmen. Und dann spielt ein wesentlicher Punkt oder eine Neuerung, wo wir versuchen, das ein bisschen auf strukturiertere Beine zu stellen. Bisher ist das halt relativ individuell beurteilt worden. Und das ist auch natürlich in den Arbeitsgruppen sein Vertreter aus dem agrarischen Bereich dabei und auch aus der Weiterbildung, dort auch die Forderung, dass wir jetzt, wo es eine eigene, notwendigerweise aus den Gründen, die ich zuerst erzählt habe, eine Wissenstransfermaßnahme gibt im außerlandwirtschaftlichen Bereich, dass man da gleiche Qualitätskriterien und Anforderungen hat. Also gleiche werden wir nicht schaffen, ich glaube, das ist dort angekommen, aber halt doch eine Annäherung erzielt und eine schrittweise heranführen, auch natürlich an das agrarische ein Niveau, das wir haben, aber das können wir nicht in einem Schritt schaffen. Das haben die auch mehrere Schritte gebraucht. Also ich war bis vor 2 Jahren auch für die landwirtschaftliche Bildung und Beratung zuständig, nur als Hintergrundinformation. Ja, wir haben da mal drinnen als erstes die 2 Aspekte, die fachliche Qualifikation. Da haben wir gesagt, das braucht man für sowohl für Bewusstseinsbildung als auch Weiterbildung und Beratung. Das ist der Grundlevel, das erforderlich ist. Das ist auch bisher ja auch angeschaut worden. Nur sollte man das auf eine einheitliche Basis stellen, was da dafür erforderlich ist. Da kommen wir noch dazu. Und dann die methodisch-didaktische Qualifikation. Das ist teilweise etwas Neues. Da haben wir gesagt, bei der Bewusstseinsbildung wäre das eben zu hoch geschossen. Da nehmen wir das nicht hinein. Aber wenn ich dann schon eine vertiefte Weiterbildung und Beratung durchführe, dann ist das sehr wohl notwendig, da ist ein nachweisliches Mindestkompetenzniveau dafür habe. Hintergrund habe ich schon ein bisschen angesprochen beim Eingang in diese Folie, dass eben bei der agrarischen Bildung und Beratung, die eine Angleichung haben wollen, nicht, dass man da so quasi Rosinenpicken macht und dann, wenn da so ein niedriges Niveau ist, viele da in diesen außerlandwirtschaftlichen Bereich versuchen, zu flüchten oder sich hineinzuquetschen, auch wenn wir natürlich eine relativ klare Abgrenzung zu treffen. Und was ich schon gesagt habe, dass auch die bewilligenden Stellen da einheitliche Beurteilung auf dieser Voraussetzung vornehmen. Und ist natürlich auch für die Anbieter, für die Überprüfung eine Sicherstellung, dass sie ein gewisses Niveau ihrer Trainerinnen und externer Begleiter oder Bildungseinrichtungen, die sie verwenden, auch haben. Und das sind halt die wesentlichen Aspekte, dass wir uns da näher mit dem beschäftigt haben. Und wir müssen auch unterscheiden zwischen einem Veranstalter, sprich Förderwerber, oder einer beauftragten externen Einrichtung, eine Institution, wo wir gewisse Qualitätszertifikate schon heranziehen können. Und dann wenn aber von diesen Förderwerber externe Projektleiterinnen, Kursleiterinnen, Referentinnen, Trainerinnen, was weiß ich, Ranger herangezogen werden, ein Ornithologe, der da ein Experte ist, der jetzt nicht eine Bildungseinrichtung ist, sondern einfach seine Expertise zur Verfügung stellt, dass wir hier auch ein gewisses Kompetenzniveau auch sicherstellen. Ja, dazu brauchst du mal eine Definition zur Bildung im Bereich Naturschutz, und zwar eine Unterscheidung, was ist Bewusstseinsbildung und was ist Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Das haben Sie jetzt da eingeblendet, können Sie dann in Ruhe, die Folien nehme ich an, werden auch zur Verfügung gestellt, dann noch einmal durchlesen. Bewusstsein geht es eben einfach, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht, Aufklärung, Besucherlenkung, Naturpädagogik, Informationsvermittlung, Sensibilisierung der Leute. Aber da geht man noch nicht in eine vertiefende Weiterbildung. Das ist dann im
im unteren Bereich gemeint, wo man eben Fortbildung macht, wo man schon Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten vertieft, die halt nicht im Primär- bis Tertiärbereich in der Ausbildung gemacht worden sind. Für den Themenbereich Naturschutz. So habe ich von der Kollegin Boske ein erarbeiteter Vorschlag mit ihren Länderkolleginnen, wie wir das trennen können. In der Vergangenheit ist das oft mit Stunden gemacht worden, 5 oder 8 Stunden bis dorthin ist Bewusstseinsbildung und dann darüber, wenn es umfangreicher ist, ist Fort- und Weiterbildung, wie wir befunden, sollte eigentlich so diese inhaltliche Abgrenzung erfolgen. Und Voraussetzung für Veranstalter oder beauftragte externe Einrichtungen ist eben bei Weiterbildungs- und Beratungsmaßnahmen der Qualitätsnachweis, dass die ein gültiges ÖZert haben oder Qualitätsmanagementsysteme für Erwachsenenbildungsorganisationen, die auf dieser ÖZert-Liste angeführt sind. Im agrarischen Bereich ist es jetzt nur mehr, muss man ein ÖZert haben. Also da haben wir noch die frühere Version herangenommen, dass auch andere Qualitätsmanagementsysteme zur Anwendung kommen können. Das gilt aber nur für die Weiterbildung und Beratung. Wie wir das abgecheckt haben, sollte das auch leistbar sein für diese Veranstalter. Und bei Bewusstseinsbildungsmaßnahmen, da ist es so, wie es früher war, formuliert von 2007 bis 2013, hat es etwas Ähnliches gegeben, dass man eben die personellen Ressourcen hat und die notwendigen räumlichen, technischen, administrativen Voraussetzungen und dass man Ortqualitätssicherung eben durchführt, ohne dass wir das jetzt im Detail vorschreiben wollen, dass ich eben schaue, wenn diese Trainer das machen, wie ist dort das Feedback, ist das dementsprechend die Qualität gesichert. Bei externen Kursleiterinnen und Referenten, das ist ja der zweite Ansatz, habe ich schon gesagt, wer damit gemeint ist, da haben wir für Bewusstseins-, Weiterbildungs- und Beratungsmaßnahmen, also für alles muss er eine fachliche Qualifikation haben und bei Weiterbildungsmaßnahmen und Beratungen ergänzend eben diese methodisch-didaktische Qualifikation. Das geht dann von der Hochschule runter bis zu einem Mindestniveau, dass er eben erworbene methodisch-didaktische Kompetenzen, Fertigkeiten in einem Ausmaß von mindestens 40 Unterrichtseinheiten nachweisen muss. Und das wird im Rahmen einer qualifizierten externen Überprüfung gemacht. Da haben wir die hauptgewonnene Hochschule für Umwelt, Agrar- und Umweltpädagogik, die gemeinsam jetzt auch mit Expertinnen aus dem Umweltbereich so diese Kompetenzen erarbeitet, die da in 40 Unterrichtseinheiten hineinpassen. Und wenn jemand schon gewisse Fertigkeiten hat, dann braucht er das natürlich nicht ein zweites Mal machen, dann wird das anerkannt. Und die beraten dann und sagen, das und das wäre eben noch zu ergänzen, um dieses Mindestkompetenzset und Niveau zu erreichen. Bei der fachlichen Qualifikation haben Sie auch vom Studium abwärts die verschiedenen Möglichkeiten, indem man Ausbildung auch Nationalpark Ranger, Kräuterpädagoge oder so hat, oder mindestens 2 Jahre Praxiserfahrung mit einem Nachweis in diesem Bereich. Und mindestens 10 abgehaltene Workshops in Schulklassen, sodass man auch diese praktische Erfahrung mit hereinnimmt, dass man nicht immer nur ein Studium oder einen Studienlehrgang haben muss, dass auch das eine ausreichende fachliche Qualifikationsnachweis darstellt. Ja, bei den Förderintensitäten, da ist es noch relativ, oder ist es noch offen, auch im agrarischen Bereich, da wollen wir uns mit denen natürlich abstimmen, eben wie ich gesagt habe, dass das da nicht zu einem Rosinenpicken kommt. 100% für die Weiterbildungs- und Bewusstseinsbildungs- und Beratungsmaßnahmen. Eigentlich haben wir gesagt, für alle, da sind auch die anderen dann gemeint, Studien und so weiter, das muss ich noch präzisieren, die im übergeordneten Interesse des Bundes sind. Das ist also im agrarischen Bereich immer die Formulierung. Und wir haben noch immer ergänzt im öffentlichen Interesse. Das heißt, auch wenn Länderprojekte wichtiges öffentliches Interesse abdecken, von dem man bei den meisten ausgehen kann, dann ist diese 100%ige Förderung anzuwenden. Und für die übrigen 66% im agrarischen Bereich diskutiert man noch
So ein Mittelding, das es bisher gegeben hat, das waren so um die 80% die Größenordnung. Und dann eben diese Gemeinkostenpauschale zu den Personalkosten dazu, diese personenbezogenen Sachkostenpauschale von 15%, allerdings nur für Veranstalter und für externe Einrichtungen, nicht jetzt für einen Trainer da. Der kann das nicht zusätzlich verrechnen. Ja, wie funktioniert die Vorgangsweise bei der Abwicklung? Also wir haben das so modular zusammengestellt, dass man mit einem zielgerichteten Aufruf die zuständige bewilligende Stelle aus diesen verschiedenen Fördergegenständen, Förderintensitäten, Adressaten und so weiter den Call, diesen Aufruf zusammenstellen kann. Also es ist wie bisher das Klimaministerium oder die Kollegen aus den Ländern, die das machen können. Und da werden eben, wie gesagt, Adressatenkreis, Förderintensität, förderfähige Kosten, das kann man alles auflagen, eben in diesen Call dann formulieren. Das Gleiche kommt dann eben bei den Zusammenschlüssen, dass man das relativ flexibel gestalten kann. Man kann auch noch ergänzende Präzisierungen vornehmen in diesen Call, was man haben möchte, zum Beispiel auch diese rechtlichen Voraussetzungen oder so hineinschreiben, die Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen. Wir machen da vorwiegend natürlich eine Anbieterförderung, haben aber auch die Option vorgesehen, dass man eine Teilnehmerförderung, dass die möglich wäre. Also der das quasi begünstigt wird, mit dem keine Schecks, Bildungsschecks, das auch abdecken könnte. Kommt beim anderen Bereich der KMUs ist das angedacht. Ja, das wäre mal so das Wesentliche im Wissenstransferbereich. Und im Bereich der Zusammenschlüsse habe ich Ihnen, was relevant ist für Kooperationen im Naturschutz, das kurz herausgeschrieben. Passiert ganz gleich wie eben vom Prinzip her wie im Bildungsbereich, dass man über Calls wieder so quasi sich diesen Call aus dem Menü der Fördergegenstände, Fördervoraussetzungen und so zusammenstellt. Diese relevanten Fördergegenstände führen Naturschutzbereich habe ich Ihnen da aufgelistet, also es gibt noch mehr, wer da in die Tiefe dann gehen möchte. Da haben wir auch noch jetzt ergänzt über den Sommer Innovationen zum Schutz der Biodiversität, die dorthin ausgerichtet sind, können da auch gefördert werden. Sonst sehen Sie sehr viele Sachen, die auch jetzt im Bildungsbereich genannt waren, eben für Kooperationen, NGOs, die das gleich alles zusammen da durchführen wollen. Da kann man auch investive Maßnahmen natürlich im untergeordneten Bereich setzen, damit man nicht zwei verschiedene Förderanträge stellen muss. Die Fördervoraussetzungen sind das, wie ich zuerst schon gesagt habe, bei der Kooperation auch nicht, müssen mindestens zwei Akteure da zusammenarbeiten, sonst ist es ja nichts Kooperatives. Und die müssen ein konkretes Ziel für ein geplantes Projekt haben oder für eine Aktivität im Rahmen dieser Zusammenarbeit. Und auch nicht, diese Kooperation muss auch bis zum Ablauf der Behaltefrist bestehen. Bei allen anderen Kooperationen eben zumindest auf die Dauer, wenn es nicht investiv ist, für die geförderte Projektlaufzeit. Also oft sind es natürlich GSPRs, die über Kooperationsverträge als AG hier diese ja, notwendige Basis auch dokumentieren. Sie haben vorgesehen, einen Zeitraum von bis zu 4 Jahren, dass das möglich ist, ein Projekt zu haben mit einer Verlängerungsmöglichkeit, einer positiven Evaluierung für weitere 3 Jahre, also da ist man auf 7 Jahre. Die nächste GAP-Strategieplanperiode wird mit der Übergangszeit jetzt von 2 Jahren im alten System nur 5 Jahre haben, plus 2 Jahre, N plus 2. Also gerade die am Anfang dran sein, werden das auch ausnützen können, dass der Zahlungsabschluss dann noch rechtzeitig erfolgt. Also die 7 Jahre sind nur für sehr wenige dann noch anwendbar. Und bei bundesweit ausgerichteten Kooperationsprojekten wünscht man sich halt schon, dass auf bestehende Strukturen aufgebaut wird oder dass zumindest ein erfahrener Leadpartner dabei ist, weil das eine komplexe Geschichte ist bei der Antragstellung. Und wenn man da unerfahren ist, dann
Da führt das am Anfang meistens immer zu sehr vielen ja, Frustrationen und auch auf beiden Seiten, sowohl bei der bewilligenden Stelle als auch beim Förderwerber. Und reine Forschungseinrichtungen und Forschungsprojekte sind nicht zulässig und man hat gesagt, ein gewisses Mindestmaß muss es geben von 10.000 Euro. Bei den Kosten nehme ich an, dass man nicht mehr Verwaltungsaufwand hat als wie Nutzen, wenn es kleine Projekte sind. Da sollte man das über andere Förderschienen bedienen. Förderungswerber sind auch wieder ja, alle zu Kooperationen unabhängig von der Rechtsform. Da haben sie dann für die Sonderrichtlinie ein paar aufgelistet. Nationalparkverwaltung, Natur- und Biosphärenparkverwaltungen sind da zum Beispiel möglich. Und im Fall der Personenvereinigung, wie ich schon angesprochen habe, ohne eigene Rechtspersönlichkeit, da ist eben zur Dokumentation dieser Kooperation ein schriftlicher Kooperationsvertrag mit allen die Spielregeln, die sich diese Kooperationspartner geben. Die müssen dort enthalten sein. Gibt es ein Mindestmaß an Vorgaben, die zu erfüllen sind. Ja, das im Schnelllauf die zwei Interventionen, die für Sie da im Bereich des Naturschutzes von Interesse sind. Und die dritte, nicht unwesentliche, dann die Investive, wird ja von der Kollegin Boske-Zebinger Ihnen näher vorgestellt werden.